Resident Evil. Jetzt muss ich echt mal gucken, wo wir gleich nochmal waren. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Ich glaube, wir haben mit Chris noch nicht lange gespielt, ne? Gucken wir uns mal kurz das Inventar an. Das hilft uns sicher ein bisschen. Felinio 3006 ist jetzt ein Bird Rider. Hope this is not Chris's sandwich. Vielen Dank, Felinio, für deinen Sub im 14. Monat. Hey, mir fällt gerade ein... Oh, Wix, danke für die 100 Bits. Mir fällt gerade ein, dass ich noch schnell den Streamtitel und das Spiel verändern muss. Moment. Resident Evil... Zack. Das kann man lassen. Gut. Aktualisieren. Okay. Läuft. So. Wir haben... Wir haben die Noten. Alles klar. Gut. Das ist schon mal ein wichtiger Anhaltspunkt, wo wir hin müssen aktuell. Wir haben die Chemikalien. Mhm. Und wir haben den Rüstungsschlüssel. Na gut, okay, dann gehen wir jetzt erstmal die Noten benutzen, oder? Warum bin ich hier? Aber ich habe hier schon die Seite eingefügt, ne? Ich glaube schon. Vollständige Mondscheinsonate, genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf den Balkon schauen. Ah, ich bin komplett raus. Wann haben wir denn das letzte Mal Resident Evil gespielt? Das ist jetzt garantiert 14 Tage her oder länger sogar, ne? Ah, wisst ihr was? Zünden wir den da an. Oh Gott, der sieht schon mutiert aus, oder? Den habe ich doch gerade erst umgebracht. Uiuiui. Uiuiui. Jetzt lass mich noch mal ganz kurz auf die Karte gucken. Waren wir da oben schon? Ja, da oben haben wir schon umgesehen. Okay. Zwei, drei Wochen ist es her, ne? Ja. Treibstoffkanister. Okay, schauen wir mal. Hey, mutieren die zufällig auch, wenn man nicht spielt, die Crimsons? Kann das sein? Das wäre ja mega mies. Weil ich traue mich, also ich wäre mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich vergessen habe, wie man schießt. Um Gottes Willen. Ich wäre mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir den gerade erst umgebracht haben, als wir das letzte Mal gespielt haben. Aber wer weiß, vielleicht liegt er hier schon länger. Naja, jetzt ist er weg. Naja, wäre mir auch neu, dass die weiter mutieren, während man nicht spielt. Das wäre mega gemein, aber ja. Ich finde es lustig, weil die Soundsamples von denen übersteuern komplett. Die wollten die wahrscheinlich extra gruselig und extra laut machen, aber die Geräusche, die die machen, die übersteuern eigentlich voll. Das hört man total. Die haben die viel zu laut aufgenommen. Oder zu stark verstärkt oder so, ich weiß es nicht. Gehen wir trotzdem durch. Haha, das war knapp. Das sah gerade so aus, als wäre das Absicht gewesen, aber ich sage euch ganz ehrlich, das war reines Glück. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der da steht. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mit der Mondscheinsonate zurück. Ich verstehe nicht, warum ich mit der vollständigen Mondscheinsonate überhaupt in den Safe-Raum gelaufen bin. Safe-Raum. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich habe nur schon wieder den Zombie vergessen, der hier gleich auf mich wartet. Hm.
ist echt gemein. Ich hätte gern deinen Kopf zerschossen. Jetzt klaust du mir ein Messer. Das ist wirklich nicht nett. Oh oh. Oh oh. Die Kamera hier haben sie auch wirklich nur gemacht, damit man die geilen GameCube-Modelle sehen kann. Ey, und das Spiel hat auf dem GameCube so gut ausgesehen. Ich höre mich an wie ein kaputter Schallplattenspieler immer, wenn wir Resident Evil 1 spielen hier. Aber das war halt einfach unglaublich, wie das auf dem GameCube ausgesehen hat. Ich glaube, das kann man sich heute tatsächlich nicht mehr vorstellen, was das optisch für ein unglaublicher Sprung war, gefühlt. Das ist einfach ein ganz... Also, da sind Köpfe vor Begeisterung explodiert, als man das zum ersten Mal gesehen hat. Wo war das? Ah, es war Donkey Kong Country. Das ist auch lustig. Als erste Bilder von Donkey Kong Country veröffentlicht wurden, geleakt wurden, für ein Super Nintendo, gab es Gerüchte über einen Super Nintendo-Nachfolger, weil man gedacht hat, dass das unmöglich ist, dass das Super Nintendo so tolle Grafik darstellt. Und wenn man sich das heute anguckt, sieht das im Vergleich zu Mario World eigentlich nicht so gut gealtert aus. Mario World hat damit diesen zeitlosen Pixel-Look irgendwie eigentlich so aus heutiger Perspektive den schöneren Look gewählt. Bei Donkey Kong hat quasi so vorgerenderte 3D-Modelle Animation für Animation, also Frame für Frame abfotografiert im Grunde. Und das sieht heute einfach nicht mehr so schön aus. Das hat einen ganz eigenen, interessanten Stil, aber ästhetisch würde ich sagen, nicht mehr so schön eigentlich. Aber war damals irre. Jetzt liegt da noch einer. Nee, der ist noch nicht mutiert. Okay. So. Wunderschön, Chris. It's me, Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? Wirklich, sie hat erkannt, dass das die Moonlight Sonata hätte werden sollen. Nicht schlecht. What was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Ist aber auch geil, ne? Dass Chris selber dasteht und irgendwie so bling, bling, bling macht und dann spielt sie irgendwie jede dritte, vierte, fünfte Note ein bisschen falsch und da sagt, ah, was war denn das? Du kannst das ja gar nicht. Oh mein Gott, du widerst mich an. Ja, üb. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Barry! Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. Mhm. Ich muss mal schnell gucken, ob ich irgendwo was hab liegen lassen noch oder so, ne? So, was machen wir denn jetzt, während sie übt? Was könnten wir denn jetzt noch machen? Was könnten wir machen? Ich weiß wirklich nicht mehr, was wir jetzt tun. Ich habe noch einen Rüstungsschlüssel. Das heißt, es muss noch definitiv eine Tür geben, die ich damit öffnen kann. Dann schauen wir doch mal, welche Türen ich noch öffnen kann damit, ne? Ja, Resident Evil 5, Chris, ne, der würde einfach den Geheimgang aufprügeln, wenn der aus Stein ist. Holztüren sind immer noch, ne, was anderes, aber
So eine massive Steintür würde einfach verhauen. Da kennt er nix. Chris sucht einen Stein zum Verprügeln, ja. Die Tür ist verschlossen, ein Helmsymbol ist eingraviert. Ne, ihr wisst ja, dass ich eher jemand bin, der sich gern immer viele Jahre Zeit lässt, bevor ein Spiel wieder spielt, weil ich mag das, wenn ich Sachen vergesse. Weil wenn ich alles auswendig kann, dann macht es mir keinen Spaß mehr. Aber ich glaube, welcher Schlüssel für welche Tür ist, werde und würde ich einfach nie lernen. Und wenn ich es noch so oft spiele, ich müsste immer wieder rumlaufen und mir denken, warte mal. Ich meine, wir haben es jetzt das Original zweimal durchgespielt, wir haben es mit Chill gerade eben durchgespielt und ich weiß es trotzdem wieder nicht, was jetzt, welcher Schlüssel jetzt wieder wo passt. Was weiß ich denn? Sowas kann ich mir absolut nicht merken. Aber wie gesagt, ne, das ist für mich zumindest auch Teil vom Spaß. Bei Holztüren bekommt man nur Splitter, wahrscheinlich liegt es daran, ja. Na, ich meine, das Trauma, warum Chris so Steine so hasst, das kriegen wir ja in dem Spiel jetzt erst mit, in dem Teil. Oder haben wir im Original ersten schon gesehen? Bis jetzt, glaube ich, hat Chris kanonisch gesehen, von der Lore her noch gar nicht sein Steintrauma, sein Anti-Steintrauma. Das kommt jetzt erst. Ach du Scheiße. Okay. Oh, das ist schon gut, ne? Auch wie ich mich damals eingeschissen habe, wenn man hört, wie die aus der Entfernung auf einen zulaufen. Die Hedgerinkers, wie sie in Wirklichkeit heißen. Das war schon einfach toll. Ist er tot, Chris? Anscheinend. Auto-Aim funktioniert nicht mehr. Auch hier ist ein Helm eingraviert. Okay. Aber den verbrenne ich jetzt. Der ist noch nicht mutiert und liegt direkt vorm Safe Room. Der wird jetzt angezündet. Treibstoffkanister. Let's go. Weil der muss nicht, immer wenn wir es verhindern können, muss der jetzt wirklich nicht unbedingt mutieren. Leider habe ich uns auch angezündet. Okay, gut. Ist bei mir auch oft so, beim Resident Evil 4 Remake zum Beispiel, habe ich es nur einmal für mich privat durchgespielt und erst vor kurzem das LP dazu aufgenommen und wusste viel nicht mehr. Ja, ja, das ist spannender. Ja, finde ich auch. Früher kam es mir so vor, dass jede Tür nur einen Schlüssel bräuchte. Und sobald den Schlüssel hatte, waren es zwei Türen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Haben wir dem Tiger schon ein Auge gegeben? Weil das können wir jetzt auf jeden Fall noch machen, ne? Ich muss sagen, ich freue mich jetzt dann auch schon ein bisschen, wenn wir zu Resident Evil Zero kommen, weil ich habe da irgendwie gemischte Gefühle und Erinnerungen dem Spiel gegenüber, weil einerseits mochte ich das beim ersten Mal durchspielen tatsächlich sehr gerne, aber immer wenn ich es danach wieder versucht habe, es zu spielen, ne, immer wenn ich es mal wieder mir anschauen wollte, habe ich nach dem Zug ziemlich schnell aufgehört, weil es mir einfach echt keinen Spaß mehr gemacht hat. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass ich jetzt durch den Stream dann auch so ein bisschen gezwungen dazu bin, dass ich mir das nochmal genauer anschaue. Weil ich glaube, dass das eigentlich schon auch coole Momente und coole Ideen hat. Aber gleichzeitig denke ich mir so, na, ich weiß nicht, habe ich überhaupt Bock drauf? Aber ja, bin ich gespannt. So, Tigerauge. Bitteschön.
Schrotflintenmunition. Dankeschön. Okay. Anscheinend war ich hier hinten noch gar nicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal zum Tagebuch lesen. Sehr gut. Das finde ich toll. Oh, hallo. Hier haben wir ein bisschen Pistolenmunition. Kann man auch nie genug haben. Oh, oh. Wer rüttelt am Schrank? Tagebuch des Wächters, 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Elias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert sollen sie mit lebenden Tieren werden. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielten die Wesen damit, rissen ihm die Beine ab und die Gedärme raus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai 1998. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriege einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Fressen. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 1998. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 1998. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag so still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das die Rache, weil ich sie 3 Tage nicht gefüttert hatte. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? 19. Mai 1998. Fieber weg. Alles juckt. Hunger. Esse Hundefutter. 21. Mai 1998. Juckt, juckt. Scott kam hässlich. Hab ihn gefressen. Lecker. 4/ juckt. Lecker. Itchy tasty. Ja, wahrscheinlich das legendärste Dokument in der gesamten Resident Evil-Reihe, ne? Ich glaube, das Tagebuch des Wärters, des Hundewärters, des Wächters, des Hausmeisters, wie auch immer man ihn nennen will, kennt, glaube ich, jeder. Und vor allem eben hier das Zitat im Englischen, vor allem itchy tasty, das ist quasi, ich glaube, dass, wenn man das sagt, das kennt fast jeder Resident Evil-Fan. Itchy tasty. Nam, nam, nam. Okay, und jetzt Überraschung. Überraschung. Oh, oh, ein Zombie. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Headshot. Alter Schlüssel. Wenn ihr Resident Evil nicht so kennt, ne, wenn ihr jetzt noch von Fallout übrig seid und das ist das erste Mal, dass ihr das seht, dann wundert euch nicht, dass ich immer so weird in die Luft schieße. Das mache ich nur, weil dadurch die Wahrscheinlichkeit für kritische Kopftreffer steigt. Das ist nichts, was man machen muss und das sieht super weird aus. Aber damals konnte man halt noch nicht irgendwie wirklich gezielt zielen, sondern nur so ungefähr in die Richtung. Und da war das eine gute Strategie, wenn Zombies nah an einem dran sind, dass man eben versucht, einen kritischen Headshot zu landen. Jetzt gehe ich nochmal schnell zurück, weil die eine Tür hier konnten wir mit einem kleinen Schlüssel öffnen, den ich gerade gefunden habe. Chris kann ja eben keine Schlösser knacken.
Chris ist schon so ein bisschen der Hard-Modus, ne? Ich meine, es gibt Schwierigkeitsgrade auch noch natürlich, aber Chris ist definitiv der schwerere Run. Chill ist einfach in allem besser. Angeblich kann Chris besser schießen, aber das wird auch nur so in der Story wiedergegeben. Im Spiel merkt man davon auch nichts, dass er ein besserer Schütze wäre. Es ist wirklich nur... Ah, können wir leider nicht mitnehmen. Aber wisst ihr was? Ich gehe kurz zurück in den Lagerraum. Der andere Zombie ist dann wohl Scott. Denke ich auch, ja. Denke ich auch. Man weiß natürlich nicht, wer von beiden jetzt wer ist. Es würde auch Sinn machen, dass er, solange er noch ein bisschen bei Sinnen war, Scott angeknabbert hat und sich dann gedacht hat, so okay, ich sollte jetzt aber die Leiche verstecken und ihn dann in den Schrank gesperrt hat, während er selber dann irgendwie auf dem Boden zusammengebrochen ist. Das kann auch sein. Aber in meinem Kopf war es auch immer so, dass der im Schrank der Wärter ist und Scott am Boden liegt, weil er ihn einfach liegen hat lassen, nachdem er von ihm genascht hat. Aber ist beides möglich, finde ich. Kann man beides erklären. Hi, Chris. Ja, es ist wirklich ein bisschen schwer. Dadurch, dass ich sowohl auf Resident Evil als auch Fallout spezialisiert bin und das so sehr unterschiedliche Spiele sind und die Fangemeinden so unterschiedlich sind und so getrennt sind auf meinem Kanal, ist es immer so, dass wenn ich Fallout spiele, dann sagen alle, wann geht's wieder Resident Evil weiter und endlich wieder Resident Evil. Und andersrum ist es aber genau das Gleiche. Ich hatte jetzt eine längere Phase, in der ich sehr viel Resident Evil Content gemacht habe. Und da war es dann so, dass alle gesagt haben, hey, mach doch mal wieder, was ist denn mit Fallout? Wann kommt wieder Fallout? Und endlich wieder Fallout, als ich dann angefangen habe. Und da die Balance zu finden, ist eine Herausforderung. Ah ja. Ich dachte als Kind immer, Chris ist der Freund und war eifersüchtig und hatte Chris am Anfang sterben lassen. Ach, du warst eifersüchtig auf Chill, also auf Chris wegen Chill oder irgendwie so als Kind. Okay. Ja gut, warum nicht? Kann ich die Laterne hier anzünden? Nee, schade. Ich wüsste auch nicht warum, aber wäre ein netter kleiner Kniff gewesen. Ich liebe alle deine Videos, Dankeschön. Das freut mich natürlich. Chill war als Jugendlicher, als Kind eigentlich nie so mein Crush. Ich glaube tatsächlich, in der Resident Evil-Reihe hatte ich nie wirklich einen Crush. Aber ich hatte natürlich auch als Kind Videospiel-Crushes. Ich glaube, mein erster Videospiel-Crush war... wie hieß die gleich nochmal? Chun-Li aus Street Fighter? Ich glaube, das war mein erster Videospiel-Crush. Da war ich noch sehr jung. Ach, du bist auch noch hier. Chris sieht traurig aus. Naja. Den habe ich schon ganz vergessen, aber das heißt, dann hatten wir die Begegnung schon mit der Schlange zumindest. Das ist gut. So, dann nehme ich jetzt... Dann holen wir uns jetzt die Schrotflinte mal vielleicht, oder? Aber andererseits muss ich mal noch mal schnell gucken. Dann gehe ich erst noch mal... Okay, wartet mal. Dann gehe ich erst noch mal schnell da hinten in den Raum am Ende vom Gang und dann gehen wir mit der kaputten Schrotflinte die richtige Schrotflinte holen. Brauche ich da die Chemikalien? Gehe ich jetzt in den Garten? Ich glaube schon, aber ich weiß es alles nicht mehr so hundertprozentig. Wir werden sehen. Ja, ihm fehlen einfach die Worte. Als er dann neben Richard am Bett saß.
Das ist auch so gut, ne? Wie der Schatten hier von dem Zombie an der Scheibe hängt. Ihr müsst euch das alles aus einer Lupe vorstellen von vor 20 Jahren. Das war alles so unglaublich toll inszeniert. Und sah so unglaublich toll aus. So, wir haben die nächste Totenmaske gefunden. Die, die nix sieht. Und dann nehmen wir auch noch ein Heilkraut mit. Weil warum denn eigentlich nicht? Und die anderen lassen wir einfach erstmal hier. Mal gucken, ob ich die jemals holen werde. Da haben wir es wieder mit Chemikalie statt Chemikalie. Sagt ihr auch Chemikalie? Interessant. In Bayern spricht man so gut wie alles, was mit CH beginnt, mit K aus. Chemikalie, China, Chemie, Chiemsee. Chiemsee ist der offizielle Name, oder? Man sagt im nördlicheren Deutschland nicht Chiemsee. Das wäre komisch. Ja, der hat den braunen Daumen, der Chris. So, Schrubflintenzeit. Ich kann mich nicht mehr erinnern, in welchem Raum genau das ist. Das sind also die kleinen regionalen Unterschiede. Aber manche Leute, ey, ohne Scheiß. Manche Leute triggert das so hart. Oh mein Gott. Das ist in den Kommentaren teilweise schon fast ein bisschen bedenklich, wie sehr da Leute involviert sind. Chillt, Leute. Um Gottes Willen. So, der ist unten, nee, warte, der ist hier, nee, der ist hier unten, ja, ich weiß schon, wo er ist. China als China zu bezeichnen, ist schon Zustand. Nicht, wenn du aus Österreich oder Bayern kommst. Dann ist das der Standard. Ich brauche ein... Oh, danke schön, du hast recht. Danke schön, Vincent. Das wäre jetzt frustrierend gewesen. Ich muss natürlich noch einen Platz freihalten, damit ich die Schrotflinte erstmal ins Inventar nehmen kann. Ich kann ja nicht einfach die beiden Schrotflinten austauschen. Sehr schön. Bayern ist Ausland, ja. Wenn es nach Söder geht, dann schon. Dann wär der am liebsten. Ne? Der wäre gern so ein bisschen der König von Bayern, glaube ich. Der wird gern die Uhren ein paar Jahrhunderte zurückdrehen. Dann würde ihn auch nicht immer dieses verdammte Verfassungsgericht mit diesen verdammten Menschenrechten irgendwie immer wieder reingrätschen. Und dann könnte er endlich eine königlich geführte Theokratie aus Bayern machen. Aber leider, ne? Ach, verdammte Menschenrechte. Aber Bayern gehört immer noch nicht zu Österreich. Den Söder könnt's behalten, ja. Bei uns sagt man nicht Kabel, sondern Jabel. Und aus Garten wird Jarten. Ja, so ist das eben. Genau, runter müssen wir. Oder? Ich bin jetzt sehr verwirrt gerade, aber wir finden schon. Es wird sich schon finden, der richtige Weg. Wenn ich die Tür sehe, weiß ich's. Das ist so im Norden, ne? Dass man am Anfang überall ein J dranhängt. Der Jute Jaten.
Oder so. Ich kann das nicht. Ich hatte mal ziemlich lang, 2 Jahre lang, eine Lehrerin, die sehr stark gesächselt hat. Deswegen habe ich den sächsischen Dialekt so ein bisschen gelernt. Den könnte ich mal eine Zeit lang ziemlich gut nachmachen. Also zumindest finde ich für mich, für meine Ohren, hört sich das sehr originalgetreu an. Ich glaube, wenn das wahrscheinlich jemand hört, der das wirklich spricht, dann klingt das bestimmt total falsch für den. Aber für mich ist das schon ganz in Ordnung. Mit dem Äpfeleimer. Du mal den Müll in den Äpfeleimer, bitte. Yeah! Headshot! Es klingt auch... Alles klingt hier kriminell, oder was? Ich kann das besser, bin aus Thüringen. Ja, das glaube ich schon. Oh, eine Granate gleich. Na gut, Chris, wenn du meinst, dann gibt's jetzt Doppelgranaten-Power. Achso, müssen wir noch drauf schießen, ne? Ah, nicht unbedingt. Manche Dialekte kann nur Siri verstehen. Schwäbisch ist das bessere Deutsch. Schwäbisch. Schwäbisch tue ich mich schwer, das irgendwie im Ohr zu haben. Schwäbisch. Schaffe, Häusle baue. Die reden Menschen, die Schwäbisch reden. Ich habe schon ein bisschen, aber nur ein bisschen im Ohr. Bestes Beispiel: Vorarlberger Dialekt. Hat ein Kollege mit übelstem Dialekt, den keine Sau versteht. Siri schon. Ich meine, es gibt so ein paar, vor allem ältere Leute, so ältere Landwirte, die reden so einen bayerischen Dialekt, den verstehe ich teilweise auch nicht mehr. Oder da tue ich mich schwer. Und Merlin, ne, die kommt ja aus der Nähe Berlin. Die versteht die teilweise wirklich nicht. Das ist für die einfach eine andere Sprache. Aber das kann ich auch verstehen. Das ist teilweise wirklich, wirklich schwer zu verstehen. Oft haben wir mit dem Rall hintergefahren und dann haben wir da rauf und haben gesagt, hey Huber, schau mal da drüben die Wiesen aus, was ist denn da eigentlich für eine Hundsmistgeschichte passiert? Und dann haben wir gesagt, ja, quasi, weiß ich jetzt auch nicht, tun wir mal weiter da. Wo können wir denn da hin auf das? Und dann ist irgendwie auch mal schön langsam Schluss. mit Verständnis. Das kann ich schon verstehen. Die Leute reden immer, wenn ich platt rede. Oh, platt ist natürlich nochmal ganz was anderes, ne? Platt ist ja wirklich eine andere Sprache. Mit bayerischem Akzent. Platt mit bayerischem Akzent. Das klingt spannend, tatsächlich. Ich würde mich da die ganze Zeit drüber kaputt lachen. Das klingt einfach lustig. Es klingt auch, bayerisch klingt auch super lustig. Na, no, freilich waren wir noch nur weiter. Trinken wir noch eine halbe. Ja, was sagst du? Yes. Aber am lustigsten finde ich immer dieses CSU-Bayerisch. Dieses CSU-Deutsch. Das ist so dieses typische CSU-Politiker-Deutsch. Die irgendwie so Hochdeutsch reden wollen, aber mit sehr starkem bayerischen Dialekt. Und das ist dann nochmal so was ganz Besonderes. Und dann habe ich gesagt, ja, grüß Gott, mein Name ist so und so. Und ich möchte Ihnen heute mitteilen, dass ich sehr gutes Hochdeutsch sprechen kann, weil ich das jetzt trainiert habe die letzten Jahre. Und das finde ich sehr löblich. Das muss man hier an der Stelle auch einfach mal hier positiv vermerken, bitte. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist auch so ganz was Eigenes nochmal irgendwie. Ist schon lustig. Hab über YouTube zugesehen und gewundert, mit wem du laberst. Ach so, ja, auf Twitch bin ich auch parallel, ne?
Wenn im Chat zu wenig los ist, dann denke ich mir einfach Chat-Nachrichten aus, damit es nicht so blöd wirkt, ne? Dann tue ich einfach so, als wäre der Chat voll aktiv. Weil wenn ich dann das Video hochlade, merkt man es eh nicht. Das ist der Plan. So, Chris, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Masken ich schon auf dem Friedhof habe. Ich würde jetzt vielleicht einfach mal zum Friedhof gehen. Aber andererseits haben wir noch den Rüstungsschlüssel, ne? Gucken wir mal nochmal auf die Karte, Chris. Christian. Es gibt wirklich eine Resident Evil Werbung. Da wird Chris als Christian bezeichnet. Aber das ist nur eine Werbung für ein Spiel. Ob das Kanon ist, weiß man nicht. Vielleicht heißt Chris wirklich nur Chris. Das ist unbekannt. Sein vollständiger bürgerlicher Name. Ich glaube, auf seinem Polizeiausweis steht tatsächlich Chris. Ja, das ist mir schon öfter aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist oder ob das allgemein so ist. Aber während auf YouTube meistens mehr Leute sind, ist der Chat weniger aktiv als auch Twitch. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also wie gesagt, vielleicht ist das nur bei mir so. Aber ich habe die Theorie, dass Twitch einfach bessere Mechaniken hat, um besser zu kommunizieren und zu interagieren und so kleine Minispielchen und Anzeigen und sowas, ne? Ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Da macht es vielleicht einfach mehr Spaß. Ich weiß es auch nicht. Mit meinen Eltern haben wir Ferien in Bolsterlang gemacht. Bei der Familie Martin und meinem Vater konnten beide bei einem Gespräch hören und hatten nichts verstanden. Wo ist das? Wo ist Bolsterlang? Was ist das für ein Dialekt? Wenn man jahrelang kein altes Resi-Teil spielt und Farbband nicht gewöhnt ist und dann ohne Speichern spielt und dann in... Oh Gott, hör auf. Und dann beim Countdown scheitert. Oh Gott, ja. Das tut mir schon beim Lesen weh. Wenn man nicht speichert, weil man es nicht mehr gewöhnt ist, weil man sich auf Autosave verlässt oder sowas. Ei, das ist wirklich... Das ist schmerzhaft. Schon allein, wenn ich es lese, da zieht sich mir alles zusammen. Oh mein Gott. Aber schön zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der beim High Countdown gescheitert ist. Ein Ort in Bayern. Ah, okay, okay. Ja, das glaube ich schon. Gerade wenn gerade ältere Leute, egal ob es jetzt Bayern ist oder nicht, gerade wenn ältere Leute so in ihren Heimatdialekten so richtig drin sind, ne, dann ist das oft schon wirklich eine ganz andere Sprache. Das ist mir letztens bei Resident Evil Zero passiert im Zug. Ja. Das ist böse. Meistens ist es dann gar nicht so schlimm, ne? Weil wenn man weiß, was man gemacht hat und das wiederholt, dann geht es meistens total schnell und so. Aber ja, das ist schon übel. Ich brauche einen zusätzlichen Inventarplatz, befürchte ich. Ich muss noch mal schnell runterlaufen. Weil sonst kann ich das da nicht nehmen. Na gut, I'll be back. Ja, ja. Wir haben da vor kurzem so einen kleinen Podcast gemacht über Horrorspiele allgemein. Also da sind wir jetzt nicht super tief reingegangen, ne? Das war so ein einstündiges, gemütliches Gespräch, aber so über Horrorspiele allgemein. Und mit einem Stargast von Stay Forever. Am Mittwoch geht die Folge online. Und da habe ich auch gesagt, dass dieses Fehlen von Autosave schon was ist, das mich mittlerweile bei so klassischen Survival-Horror-Spielen sehr stark frustriert. Und das macht mir auch überhaupt keinen Spaß mehr, muss ich ganz ehrlich zugeben, die auf höheren Schwierigkeitsgraden zu spielen. Weil wenn dann doch mal was schief läuft, ne, wenn man doch mal scheitert, dann ist das für mich so frustrierend, dass ich einfach nicht mehr will. Dann habe ich auch keinen Bock mehr, nochmal irgendwie die letzte Stunde nachzuspielen und das ist so
Und deswegen spiele ich die gern leicht und speichere dann auch sehr oft mit Farbbändern, weil das ist zu frustrierend für mich mittlerweile. Ich finde das auf dem Papier eine total geile Designentscheidung, dass man Speicher limitiert und nur Speichern an bestimmten Orten zulässt, weil das einfach für sehr viel Spannung sorgt. Das ist eigentlich auf dem Papier cool, aber frustriert mich mittlerweile viel zu sehr, das kann ich nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr. So, jetzt räumen wir das Bienenpräparat erstmal dahin, wo es hingehört. Dann nehmen wir den Angelhaken und kombinieren den mit der Biene. Jetzt komme ich mit den ständig wechselnden Kameras nicht zurecht. Jetzt legen wir den da hin. Jetzt drücken wir das Knöpfchen. Nein, nicht mitnehmen. Da, 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 da. Pusteblumen-Emblem. Oh, oh, die Biene wird lebendig. Chris, du hättest ruhig draufsteigen können, du Trottel. Hey, jetzt bringt uns die Biene halb um, Chris. Was zur Hölle? Ich will jetzt keinen Schrumpflintenschuss verschwenden, obviously. Ich hätte gehofft, dass sie jetzt einfach im Nahkampf schnell kaputt macht. Naja. Hi, User not found. Was geht? Das ist bei Dead Space ein Krampf. Ja. Auf schwer mit 3 erlaubten Save Points. Ja, wirklich, nee, das ist für mich mittlerweile viel zu frustrierend. Resident Evil 3 nur ein einziges Mal durchgespielt und dann nie wieder. Ja, ich tatsächlich auch. Und das vor kurzem. Ich habe das Original Resident Evil 3 tatsächlich erst vor kurzem wirklich mal richtig durchgespielt. Und nicht nur bei einem Freund auf der Couch so nebenbei ein bisschen gespielt, während wir andere Sachen gemacht und geredet haben vor vielen Jahren. Das war, was die Hauptreihe angeht, so mein einziger blinder Fleck auf der Resident Evil-Karte, der jetzt geschlossen ist. Wurde höchste Zeit. Das Remake kann man in 8 Stunden auf allen Geraden durchspielen. Ich glaube, das kann man sogar sehr viel schneller durchspielen, wenn man es drauf anlegt. Ich glaube, wenn man wirklich weiß, was man tut, ist man doch bei den klassischen Resident Evils in ein paar Stunden durch, ohne große Probleme. Okay, haben wir alles? Ich befürchte, im Bienenraum ist noch was, ne? Das war aber, glaube ich, im Original, dass man das Aquarium verschieben muss, oder? Ich glaube, das ist im Remake nicht so. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Hey, zur Not schieße ich jetzt dann einen Schrotflintenschuss auf die Biene. Hilft dir nix. Hallo, P. Was geht? Ah, aber hier haben wir noch ein Dokument. Testament des Forschers. Da ist ein Brief. 3. Juni 1998. Meine liebe Alma, bitte verzeih, dass ich dich nicht anrufen konnte. Ein Mann mit einer Sonnenbrille verbot uns jegliche Telefonate. Es tut mir leid, Alma. Wesker. Nur im Resident Evil-Universum trägt nur eine Person Sonnenbrille. Und sonst niemand. 3. Juli 1998. Meine liebe Alma, bitte verzeih... Hä? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Oder wie ich in einfachen Worten erklären kann, was seit unserem letzten Gespräch geschehen ist. Ich hoffe, es geht dir gut und du vergibst mir meine Abschweifungen. Denn dieser Brief fällt mir nicht leicht. Selbst während ich schreibe, spüre ich, wie grundlegende Konzepte mir unerreichbar werden und in Verzweiflung und Verwirrung versinken. Doch ich muss dir sagen, was ich auf dem Herzen habe, ehe ich ruhen kann. Alma, B.
bitte glaub mir, dass ich dir nur die Wahrheit gesagt habe. Die ganze Geschichte bräuchte Stunden und die Zeit ist knapp. Daher nimm die Tatsache hin. Letzten Monat gab es einen Unfall im Labor und der Virus, den wir erforscht haben, wurde freigesetzt. Also für einen Wissenschaftler, ne? Aha, ist aber der Virus sehr umgangssprachlich. Eigentlich heißt es das Virus. Mhm. Alle meine Kollegen, die infiziert wurden, sind tot oder dem Tode nah. Und die Art der Krankheit bedeutet, dass sie noch lebend den Verstand verloren haben. Dieser Virus raubt seinen Opfern ihre Menschlichkeit und zwingt sie, Leben zu suchen und zu zerstören. Der ist schon sehr theatralisch, der Kerl, ne? Wie der schreibt, oh mein Gott. War der wirklich Wissenschaftler? War der wirklich Biologiewissenschaftler oder sowas, Genetiker? Oder war der eher Literaturwissenschaftler? So klingt er nämlich. Selbst während ich dies schreibe, höre ich sie vor meiner Tür wie geistlose, hungrige Tiere. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen, aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darum, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesen Bestien unterscheidet. Meine Liebe für dich. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf in Frieden. Bitte verzeih mir. Es tut mir so leid. Martin Crackhorn. Ja, das ist schon ein bisschen lustig. Yo, wechsel rüber zu Twitch, ist okay. Aber ich hab hier den Multistream-Chat an, ne? Ich sehe alle eure Chat-Nachrichten gleichermaßen. Keine geht hier unter. Also es gehen bestimmt viele unter, weil ich nicht immer hingucke. Aber weder Twitch noch YouTube wird hier bevorzugt. Alma hieß damals eine Margarine. In den 70ern oder so. So geht's mir mit Annika. Wenn Personen Annika heißen, muss ich immer an die Annika-Creme denken, mit der sich meine Oma immer eingeschmiert hat. Und für mich ist Annika ein Creme-Name. Das finde ich immer super weird. Das ist so, als würde jemand Taschentuch heißen für mich. Naja, bei Annette in Resident Evil 2 Remake habe ich auch mich immer gefragt, ob sie wirklich so eine kluge Wissenschaftlerin sein kann. Weil Leon hat sie ja nur in Teilsätzen gesprochen. Naja, das weiß man immer nicht. Ach ja, genau, wir haben ja hier noch eine Biene. Okay, ich glaube, wir gehen einfach. Dankeschön für die Bits, Kuscheltiana. Super nett. Bin halt zu Twitch rübergegangen, weil ich hier mit Cheers ein paar Bits spenden kann. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Das ist ein guter Grund. Aber es gibt übrigens auf YouTube auch die Super Chat-Funktion. Die funktioniert ähnlich. So, jetzt gucke ich mal nochmal, ob wir da hinten vielleicht aufschließen können, im Kaminzimmer. Nein, alles Helm. Alles Helmschlüssel. Ich habe irgendwie meinen zweiten Hausschuh verloren. Oh, wie ist der da hinten hingekommen? So. Hausschuhe sind gerettet. Was habe ich jetzt genügend geübt? Wo gehen wir jetzt hin? Ich glaube, zur Schlange können wir noch nicht, ne? Ich glaube, für Jorn brauchen wir noch mal was anderes. Ich könnte mal die Masken auf den Friedhof bringen, theoretisch. Und ansonsten weiß ich gerade wirklich nicht, wo wir hin sollen. Krähen? Habe ich mal die Tür zum Krähen-Rätselraum versucht? Das könnte ich mal noch machen. Aber ich glaube, ich gehe kurz speichern. Wie ich gerade schon gesagt habe, super frustrierend, wenn Fortschritt verloren geht.
lieber speichern. Ah, Rebecca, genug geübt. Dankeschön. Ja, 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 das ist gut. Das ist ein guter Hinweis. Die habe ich schon ganz vergessen. Rebecca habe ich schon wieder komplett vergessen. Ah ja, warte mal. Können wir mit dem... Nee, warte mal. Können wir mit dem Windemblem jetzt schon ins Gartenhäuschen? Komplette Verwirrung gerade. Aber jetzt speichere ich erstmal. Ach, das meintest du vorher auch, oder, Zeiles? Also, dass sie genug geübt hat, ja. Gucken wir jetzt gleich mal. Das stimmt. Das ist eine gute Idee. So. Jetzt schaue ich schon so lange zu. Nun sage ich auch mal Hallo. Das freut mich. Verbale. Schön, dass du da bist und so lange zuguckst schon. Ich bin auch in den Chats meistens ein Lurker. Ich sag meistens, wenn ich reinkomme, irgendwo Hallo. Und dann bin ich auch schon wieder aus dem Chat meistens, ehrlich gesagt. Hi, Knubbel. Genau, das machen wir jetzt. Oh Gott. Ob ich doch zur klassischen Steuerung zurückkehren sollte, ich weiß es nicht. Ibims auch ein Dauerlurker. Ja, warum auch nicht? Ich finde das ja auch in Ordnung. Ich freue mich natürlich, wenn im Chat was los ist und wenn Leute da sind, mit denen man sich unterhalten kann. Das ist natürlich immer cool. Aber ich habe volles Verständnis für Lurker. Bei mir gibt es keine Lurker-Diskriminierung. Ich habe volles Verständnis dafür und finde das auch selber super chillig, wenn einfach, weißt du, man kann ja auch einen Stream einfach anmachen und nebenbei was anderes tun. Wie oft ich irgendwelche Streams einfach laufen lasse, während ich selber zocke. Und dann ist man natürlich am Lurken, aber trotzdem ist man dabei. Ich wechsle immer so ein bisschen zwischen Chatten und Lurken. Ja, das ist auch gut. Lurken wie die Meyer-Lurks, genau. Basically. Das sind auch Lurker. Wieso wird denn das diskriminiert? Ich habe das öfter mitbekommen, dass in Chats irgendwie Lurker eher abfällig dargestellt oder behandelt werden. Aber ich weiß auch nicht. Wie gesagt... Hey! Ich finde das voll in Ordnung. Also das machen normalerweise nicht die Leute, die streamen, sondern wirklich Leute im Chat. Hab ich bei anderen mitbekommen. Aber hier bei uns nicht. Moment mal, ich bin komplett falsch. Was mache ich hier eigentlich? Ist der tot? Ich sehe keine Blutpfütze. Ah doch, da kommt sie. So, das geht. Ich liebe deine Videos. Leider kann ich mit allen Resis, die eine Tanksteuerung haben, nichts anfangen. Aber ich habe mir die Originale mal besorgt. Chris, I think I got it. Ich will ja nicht über die Steuerung kotzen, wenn ich es nicht gespielt habe. Ja, okay, cool. Oh, danke schön für den Super Chat. Der Borisch war nicht schlecht. Practice makes perfect. Oh, weide Preisen. Ich komme aus dem tiefsten Bayern ursprünglich. Ich bin Native Bayer. Niederbayerischer geht's nicht mehr. Ich wohne schon fast in Österreich oder bin da aufgewachsen.
knapp an der Grenze. Ach so, shit. Wir brauchen erst das andere Ding. Aha, Trevors Tagebuch. Eine coole neue Ergänzung, die es nur in diesem Remake gab und nicht im Original. Das war das erste Lied, was ich auch spielen konnte. Ich hab mir selber mal so ein bisschen Klavier beigebracht. Ne, nicht wirklich. Ich konnte nicht viel spielen, aber das habe ich auch. Genau, aus Passau komme ich auch. Das habe ich mir auch beigebracht. Das ist leicht und echt gut. Echt schön. Inzwischen spiele ich Klavier oder Piano ohne Noten, aber auch das Piano von meiner Oma geschenkt bekommen. Hi Neversap. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann mit Laborkittel brachte mir ein klägliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss. Aber das ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur 2 Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, Sir Spencer und ich. Wenn sie mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich. Meine Familie, ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. 26. November 1967. Kuschelpsiana, danke schön für die Bits. Achso, nee, warte mal. Was ist da gerade ins Glas gefallen? Die Bits sind alt. Habt ihr das gesehen? Da sind Herzchen reingefallen. Ich weiß nicht, woher die kamen. Naja, falls irgendeine Message nicht durchgekommen ist, danke auch wen auch immer für was auch immer. Keine Ahnung. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren, mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November, der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus geliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer im Laborkittel etwas wie: Wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon ... Ich bete für ihre Sicherheit. 27. November 1967. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole. Ich darf's nicht vergessen. Okay. Dann holen wir mal das Gammelschild und tauschen das gegen das gute Schild. Rebecca, das geht? Rebecca sieht besorgt aus. Okay, let's go. Ich bin auch ein bisschen besorgt, weil da draußen noch ein noch nicht verwandelter Zombie rumliegt. Der sich jederzeit verwandeln könnte. Was möchte ich auch ein Set draus bringen? Ich weiß nicht, was für ein Set. Aber ich mach's. Okay. I'm in. Das Landsquid Birdrider Set. Ein Landsquid Birdrider Lego Set. Das wäre super. In der Mitte ein großer Landsquid auf einem Podest und links und rechts so eine Resident Evil und eine Fallout-Kulisse, die in der Mitte ineinander verschmelzen. Ich hab's im Kopf. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Das wäre ziemlich großartig. Was mache ich hier gleich nochmal? Ah ja, genau. Das ranzige Symbol. Das nehme ich mit. Lego Fallout wäre mega. Ich würde alles davon kaufen. Oh, ich bin so... Nein, ich hab's vergessen, Leute. Ah, ich hätte so gern die Fallout Magic Karten. Ich habe mir immer schon gedacht, ob ich da mal versuchen soll, was zu bestellen. Aber teilweise sind vor allem die Booster nicht mehr gut verfügbar. Und letzte Woche habe ich eine Mail bekommen von der PR-Firma, die die vertreibt und sagte so, hey, sollen wir dir mal irgendwie Magic Fallout Karten schicken? Na, würden wir dir einfach so geben.
Und ich habe mir gedacht, yes, voll nice, den muss ich nachher gleich noch antworten, weil die brauchen ja meine Adresse und so weiter und hab's vollkommen vergessen. Und jetzt, wo du sagst, Lego Fallout Set, würde ich alles kaufen, fällt mir das wieder ein. Ich werde denen heute noch antworten nach diesem Stream. Die sind vor Montag nicht mehr erreichbar. Das ist wahrscheinlich zu lange her. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Hätte ich wirklich gern gehabt, die Fallout Magic Karten, das Fallout Magic Set, muss ich schon sagen. Aber ich bin halt wieder mal komplett verplant gewesen. Dammit. Auf eBay kannst du noch die Commander Decks kaufen, ja. Ich guck mal, vielleicht kriege ich es ja doch noch. Das wäre schon schön. Ach so, ich bin so dumm. Goldenes Emblem raus, goldenes Emblem rein, goldenes Emblem raus, goldenes Emblem rein. So, jetzt aber. Mach das, die Karten sind super, hab auch ein Deck, ja. Ich spiele nicht mal Magic, ne? Ich habe auch noch nie in meinem Leben Magic gespielt. Ich habe tatsächlich Yu-Gi-Oh! Gespielt mal eine Zeit lang. Verzeihung. Und Gwent dann später. Sehr viel. Digital. Aber, ja genau. Magic tatsächlich eigentlich nicht, aber das Fallout-Set würde mich schon interessieren. Hab mir schnell zwei Wurstbrote gemacht. Das ist eine sehr gute Idee. Brote machen ist immer gut. Ja, Rebecca, ne, die stand... Ich glaube, ich weiß, warum die sehr besorgt aussieht. Die hat mir zugeguckt, wie ich irgendwie die Emblems rausnehme und wieder reinmache und dann wieder so dastehe und wieder rausnehme. Und dann hat sie sich gedacht, oh mein Gott, kann es sein, dass Chris ein totaler Vollidiot ist? Verlasse ich mich auf diesen Kerl? Ist das meine Hoffnung, hier lebend rauszukommen? Da würde ich auch besorgt aussehen, muss ich sagen, an ihrer Stelle. Okay, wartet mal, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Nein, ich muss noch mal ganz kurz gucken, welcher Zeiger wohin gehört. Also, der kleine Zeiger kommt in die Brust, der große Zeiger kommt in den Kopf. Okay. Kleine Brust, großer Kopf. Oder muss ich... Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das funktioniert. Los geht's. Drehen wir das große Rad nach rechts. Und nochmal. Da müsste es eigentlich schon stimmen. Genau, so einfach war das. Tada! Hausschlüssel. Schildschlüssel. Ist der Schildschlüssel jetzt der für Jan? Wie gesagt, ich kann es mir einfach immer nicht merken, aber ich glaube schon. Ich glaube, der Schildschlüssel ist der Jan-Schlüssel. Cool. Dann guten Appetit, Painter. So. Ja. Dann glaube ich, gehen wir jetzt mal zu Jan. Ich glaube nämlich, das stimmt. Und wenn nicht, dann ist es auch wurscht. Aber vorher speichern wir. Jo, bis bald, Verbale. Mach's gut. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen einen Frosch im Hals. Okay.
Ich habe nur noch 21 Farbbänder. Schon langsam muss ich ein bisschen sparen im Speicher. Immer fleißig speichern. Speichern ist das halbe frustlose Durchspielen, hat meine Oma immer gesagt. Eine weise Frau. Ich muss immer so ein bisschen, wenn ich speichern sage, es ist immer, weißt du, das ist so voll der infantile Humor, aber immer wenn ich speichern sage, muss ich dran denken, dass in meiner früheren WG wegen dem Spiel No More Heroes Speichern ein Synonym fürs große Geschäft auf dem Klo wurde. Weil da Travis Touchdown, der Hauptcharakter, da hat man gespeichert, indem man Toiletten besucht, indem man auf Toiletten geht. Und das wurde dann so ein bisschen zum Running Gag und zum Insider. Und immer wenn ich sage, ich muss noch speichern, denkt sich mein kleiner Jugendlicher im Hirn so, speichern, aufs Klo gehen. Ja. Es ist peinlich, deswegen sage ich es normalerweise nicht laut, sondern denk's mir nur. Aber euch kann ich es ja jetzt verraten. Horrorspiele ohne manuelle Speichern machen mehr Spaß. Ja. Wie gesagt, ne, es ist für mich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Na. Sie sind definitiv weniger frustrierend. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Also das auf jeden Fall. Wie hoch dann da das persönliche Frust, die für persönliche Frustgrenze ist, wenn es darum geht, dass man Sachen, dass man Stellen mehrfach spielen muss, das ist halt dann was sehr Individuelles, glaube ich. Denk nur daran, dass du später auch hochladen wirst, dann wird dieses Geheimnis die ganze Welt erfahren. Ja, das stimmt. Aber so ist das eben. Moment, ich muss noch mal kurz auf die Karte gucken. Ja, genau. Ich wäre fast auf den Balkon gegangen. Das macht gar keinen Sinn. Ich muss da rein. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon öfter erzählt mit dem Speichern. Okay. Warte mal, ich sollte das jetzt, glaube ich, nicht mitnehmen, weil es gibt bei Jan mindestens zwei Items, die man mitnehmen könnte. Oh! Okay. Sehr gut. Der steht nicht mehr auf. Kopflose Zombies. Naja gut, das hatte Resident Evil 4 schon ein bisschen, ne? Wenn man da die Köpfe zerschießt, kommen halt die Plagger raus. Jawoll. Jetzt habe ich dann drei Totenmasken. Wo kriege ich denn die vierte? Habe ich schon eine runtergebracht? Wir müssen einfach gucken. Ich weiß das alles nicht mehr. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich finde irgendwie, Jan ist ein bisschen kurz, oder? Findet ihr nicht auch, dass Jan komisch aussieht? Oh, was? Das war jetzt mal ein Cheat-Treffer. Niemals hat mich die gerade getroffen. Ich war am anderen Ende einfach. Ja, Chris, wir laden jetzt nicht so nach. Ey, ohne Scheiß, dass mich das jetzt vergiftet hat. Come on. Das war jetzt mal wirklich einfach voll der Cheap Shot hier. Unverschämtheit. Wirklich Unverschämtheit. Ja, geh jetzt weg, komm. Einigen wir uns auf Unentschieden. Kriech in dein Loch. Ich nehme mir die Maske und so. Dann ist alles gut. Jetzt endlich. Ihr habt gerade irgendwie den Ausweg nicht ganz gefunden, habe ich das Gefühl. Hallo, Dorin. Jan ist ein bisschen kurz geraten, ne? Finde ich auch. Ey, aber komm, die hat jetzt wirklich komplett in die andere Richtung angegriffen. Ist hier nicht eigentlich noch irgendwie ein Heilkraut drin oder so? Hm, weiß ich jetzt anscheinend nicht. Na gut. Poison.
Ich bin so schwach. I need serum. Serum? I remember seeing it. I'll be right back. Just hang in there. Hey, Dodoni, danke schön für dein Prime-Abo. Da kommt's. Da kommt's. Dodoni ist jetzt ein Bird-Rider. Ich habe schon in die Zukunft geblickt. Dankeschön, das ist super nett. Danke für dein Prime-Sub. Jo, mach's gut. Never Zap. Tschüssi. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Noch nicht mal 9. Easy. Machen wir noch locker ein Stündchen oder ein bisschen länger. Ja, ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon. Ich finde schon gut, dass wir jetzt auch noch einen Chris-Run machen. Das gehört schon irgendwie dazu. Aber ich freue mich jetzt auch, wenn wir in der Reihe weiter fortschreiten können. Als nächstes steht, glaube ich, Zero auf der Liste. Jetzt mache ich mal nochmal kurz die Release-Liste auf. Weil ich glaube, nach Zero geht's mit den Outbreak-Teilen weiter, wenn mich nicht alles täuscht. Wartet mal schnell. Resident Evil... Nö, passt eigentlich. Die Wikipedia-Seite ist da sehr gut. Die hat eine sehr schöne Übersicht. Resident Evil Wikipedia. Release-Liste. Da haben wir jetzt bla bla bla. Remake, Zero, Dead Aim. Ja, Dead Aim kommt erst noch. Oh Gott. Ja, gut. Dead Aim, quasi der Nachfolger vom großartigen Survivor, das mir tatsächlich irgendwie Spaß gemacht hat, auch wenn es komplett bekloppt war. Und wo ich irgendwie kurz vor Schluss gelernt habe, dass man laufen kann. Und nach Dead End dann Outbreak 1 und 2 und dann geht's mit Resident Evil 4 weiter. Frau 00Zen 223 ist jetzt ein Bird-Rider. Frau 00Zen, das ist lustig, dass der aus dem Fr eine Frau macht automatisch. Dankeschön, Frozen, für deinen Prime-Sub. Das freut mich. Schön. Frau 00Zen, dankeschön. Ja, genau. Ach so, beziehungsweise, eigentlich wurscht. Gehen wir durch die andere Tür. Frau 00Zen mit der Lizenz zum Einfrieren. Wie hat Rebecca nur mit ihrer Pistole und ohne Heilmittel und ohne Munition so lange überlebt? Das ist die Frage. Das sind die Fragen, die sich niemand traut zu stellen. Ja, genau. Wir sind quasi gerade auf unserer Reise durch die komplette Resident Evil-Reihe, Dordoni. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann findest du auf meinem Let's Play-Kanal auf YouTube, Lensquid Birdrider Let's Play heißt der, wie man sich denken kann, findest du da schon alle Stream-Aufzeichnungen zu allen Resident Evil-Teilen, die vor dem Resident Evil 1 Remake erschienen sind. Und jetzt geht's eben dann weiter mit allen, die noch kommen. Also ich spiele das in der Reihenfolge, in der sie released wurden. Da haben wir noch ein paar weirde Spin-offs vor uns und ein paar ziemlich coole Hauptteile. Also wirklich der einzige Teil, vor dem ich mich echt ein bisschen scheue, ist Resident Evil 6, weil immer wieder, ich habe mir schon so oft gedacht, na komm, so schlecht ist der nicht, das wird schon lustig, das spielen wir jetzt. Und dann spiele ich es und dann denke ich mir immer wieder, oh mein Gott, ich hasse den so, ich hasse alles an dem Teil. Der macht mir einfach so keinen Spaß und der ist so lange. Aber wir werden auch den durchspielen und wir werden Spaß damit haben. Verdammt nochmal. Das ist nicht optional. Wir werden uns alle freuen und ganz viel lachen. Hey, dankeschön, Jorm, für deinen Superchat. Ah, jetzt sehe ich's. Das ist super weird. Da ist so ein Emoji bei deinem Superchat, ne, mit dieser,
mit dieser kleinen Figur, die so winkt und dem einen sah. Und in meinem Stream-Ding steht irgendwie dein Superchat und dahinter in Klammern Lemon Character waves his arms und so weiter und so fort. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, hä, ist das eine Nachricht von dir? Hast du das geschrieben? Hast du geschrieben, Lemon Character waves his arms? Was soll das bedeuten? Ich verstehe es nicht. War gerade ein bisschen verwirrt. Dankeschön. Operation Raccoon City natürlich auch. Ja. How you feeling? What happened? You were bitten by a poisonous snake and fell unconscious. Easy. Oh, my head's killing me. You should be fine, because I gave you a shot of serum. But again, don't do anything... That you wouldn't do? I'll try to remember that. I owe you one. Also vielleicht spiele ich Resident Evil 5 und 6 und vielleicht auch Revelations mit Merlin gemeinsam. Wenn sie da down ist damit, dann haben wir da ein bisschen, können wir jetzt da ein bisschen lustiger. Vielleicht machen wir ein Trinkspiel aus Resident Evil 6. Immer wenn irgendwer in der Cutscene in Zeitlupe jemanden erschießt oder sowas. Ich weiß es nicht, muss man mal gucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt passiert in Resident Evil 6. Ich schätze es nur so ein, dass es passieren sollte. Na gut, ich bringe jetzt mal die Totenkopfmasken, die wir haben, auf den Friedhof. Und dann gucken wir mal, ob wir alle vier haben. Ich bin mir nicht sicher. Habe mich damals auch so sehr auf 6 gefreut und wurde so enttäuscht. Ja, ging mir leider auch so. Schade, schade. Aber kann man nichts machen. Ja, mal gucken, mal gucken. Wir haben ja noch, es ist ja noch viel Zeit bis dahin. So. Holen wir mal die Masken. Ich werde jetzt in dem Chris-Durchlauf viel offensiver spielen. Das wird jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei einem klassischen Resident Evil am Ende nicht irgendwie 100 Schrotflintenschuss und 85 Magnum-Munition und alles Mögliche habe. Ich werde jetzt immer on the limit spielen. Die beste Waffe, die wir haben, wird benutzt. Gegen Standardgegner ganz egal, alles wird weggeballert. Du sprichst das S bei 6 aber scharf aus. Resident Evil 6. 6. Ich weiß nicht, wie soll ich sonst aussprechen? Resident. Mir gerade ein Umbrella Corporation Schild heruntergeladen, sobald ich meinen neuen 3D-Drucker habe. Ah, muss ich das ausdrucken und am WG-Kühlschrank anbringen. Biowaffen in Form von Schimmelpilz sind da genug drin. Hm. Why not? Drucker ist schon cool. Ich überlege lang, ob ich mir einen 3D-Drucker besorgen soll schon. Lang. Mittlerweile kriegt man auch schon relativ gute zu vernünftigen Preisen, ne? Ich beobachte diese 3D-Drucker-Szene schon, seit es die gibt, so ziemlich. Seit den frühesten Anfängen. Gibt's das Projekt Darwin noch? Dieser 3D-Drucker, der sich selbst reproduzieren kann? Das war so ein schönes, ambitioniertes Projekt, ne? Von irgendeiner Universität, deren Plan war quasi, dass die ihren Drucker immer weiter verbessern, sodass der immer mehr Teile von sich selbst drucken kann und dass man dann möglichst günstig für kaum irgendwie Mehraufwand die Teile, die man nicht drucken kann, dazu kauft, damit man das einfach verschenken kann. Damit irgendwann jeder diesen sich selbst vermehrfachenden 3D-Drucker zu Hause hat. Das fand ich ein sehr schönes, ambitioniertes Projekt. Ich weiß aber nicht, ob es das jemals irgendwie geschafft hat. Oh, was sehe ich denn da? Ich
glaube, das hieß Darwin. Vielleicht hieß es auch ganz anders. Aber irgendwas mit Evolution oder so. Irgendwann vielleicht hole ich mir einen 3D-Drucker. Ne, ich habe hier wirklich noch keine Maske angebracht, ne? Hm, na gut, dann fehlt noch eine. Müssen wir mal gucken. Hä? Hä? Was? Jetzt passt auf, das ist die ohne Mund. Hä? Das brauchst du jetzt nicht? Ach, warte mal. Ist das die ohne alles? Einmal Totenmaske ohne alles, bitte. Ja. Na also. Okay. Mein Fehler. Hier kommt Nemesis rein. Was? Jetzt bin ich aber echt verwirrt. Du bist doch ohne Nase, oder? Ich stehe irgendwie nicht richtig davor jetzt. So. Bei den Voron-Druckern funktioniert das. Elektronik und Metallteile muss man kaufen, den Rest kann man 3D drucken. Ja, okay. Dante Necro 79 ist jetzt ein Bird-Rider. Dankeschön, Dante Necro. Freut mich sehr. Super nett von dir. So, da war es nur noch eine Maske. Und zwar die ohne Mund. Da muss man jetzt mal gucken, wo wir die noch herkriegen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Na gut. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das kriegen wir schon raus. War es doch das Krähenrätsel, das mir noch fehlt, zum Beispiel? Das wird mir gerade noch spontan einfallen. Das Krätsel. Führt nicht die Tür... Keine Ahnung. Moment mal, ich will nochmal, was ist denn das für eine andere Tür? Wo führt denn die gleich nochmal hin? Führt die nicht eh auch irgendwie? Nee. Wo bin ich? Was ist denn los? Ich habe keine Orientierung mehr. Ach so, warte mal, da ist so ein Gitter, durch das man nicht durch kann, ne? Mhm, genau, okay. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, muss ich einfach mal die Türen jetzt abklappern. Hallo, Nüserjung. Was geht? Okay. Es gibt mehrere Türen, die ich jetzt in Verdacht habe, eventuell wichtig zu sein. Und ich versuche es jetzt erstmal mit der Krähentür. Ich glaube an die Krähentür. Ich glaube an die Macht der Krähentür. Finde deine 7 Krähenballs. Ah, okay. Aber wartet mal kurz, der Raum ist noch rot. Da will ich mal schnell gucken, was ich da noch vergessen habe. Wahrscheinlich habe ich nur ein Heilkraut stehen lassen, aber ich gucke mal vorsichtshalber rein. Ist lange her. Nicht, dass ich hier irgendwas Wichtiges habe liegen lassen. Da liegt noch der Gameboy. Botanik. Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass viele Pflanzen Heilkräften zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen.
In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in den Arklay Mountains wachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue neutralisiert natürliche Giftstoffe. Das rote Kraut alleine hat keine Wirkung, wird es jedoch mit dem grün oder roten Kraut kombiniert, so verstärkt es deren Wirkung. Warte mal. Was? Das rote Kraut allein hat keine Wirkung, wird es jedoch mit dem grünen oder roten Kraut. Rot und rot ergibt gar nichts. Rot und rot ergibt keine verbesserte Wirkung. Das Buch lügt. Habe ich das jemals versucht? Ja, vielleicht muss ich mal zwei rote Kräuter versuchen zu kombinieren. Was? Sie sollten allerdings ruhiger selber experimentieren, denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung geboren. Okay, das war wahrscheinlich der Grund, warum der Raum noch rot war, ne? Nein, der ist immer noch rot. Der Raum ist noch rot. Ah, Pistolenmagazin. Na gut, okay. Nehmen wir noch mit. Aber jetzt. Ja. Jetzt ist es Kunst. Gut. Er liegt mir zu Füßen. Ah, der Türgriff ist kaputt. Ich kann nicht durchgehen. Ah. Dammit. So viel dazu. Dann gehen wir halt nochmal unten rum. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das... Wird der im Chris-Playthrough jemals repariert? Barry? Ich habe ja Barry nicht dabei, ne? Ach, der gute Barry. Der Türreparator. Der Türran. Der Wortwitz macht nicht mal irgendeinen Sinn. Worst Wortwitz ever. Mal sehen, ob Wesker das für seinen geliebten Chris macht. Ich hoffe es doch. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt liebt Wesker Chris eigentlich noch sehr stark. Umso mehr trifft es ihn dann am Ende, wenn er ihm seine Superwaffe zeigt, ne? Das ist dann der Punkt. Resident Evil 1 ist ein ganz wichtiges Spiel auch für die Story und die Charakterentwicklung, weil hier entwickelt quasi Wesker seine Abneigung gegenüber Chris, weil der seine Superwaffe auslacht. Und gleichzeitig entwickelt Chris seine Abneigung gegenüber Felsbrocken, weil er in den Minen beinahe überrollt wird. Und das ist dann bis zum fünften Teil so die Hauptmotivation der beiden Figuren. Wesker möchte es endlich Chris beweisen, wie toll seine Superwaffen sind. Und Chris möchte alle Felsbrocken dieser Welt zertrümmern mit seinen bloßen Händen. Nur deswegen hat er so viel trainiert auch. Na wunderbar, guckt euch mal an, was wir hier haben. Das ging schnell. Wenn das jetzt alle schon betroffen hat hier, dann haben wir jetzt vier Headshrinker. Hallo? Ah, die anderen haben sich netterweise irgendwie aufgelöst. Oh, das ist aber sehr höflich. Oder, ich habe die mit Granaten in die Luft gesprengt. Ich erinnere mich, die sind kopflos. Okay. Wow, he's unarmed. Das ist so selten. Crazy. Hi, Marco. Jawohl. Rüstungsschlüssel ablegen. Nice. Wird auch Zeit hier. Meine Güte. So. Wie war jetzt das Rätsel gleich nochmal? In welcher Reihenfolge muss ich gleich nochmal drücken? Lisa, geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am unteren Rand des Bildes ist ein Schalter.
ein Held mit einem Armband. Ach nee, genau. Ah ja, ah, ich bin wieder voll auf Resident Evil 1. In Resident Evil Remake funktioniert das ja ganz anders, ne? Der Held mit dem Armband bleibt orange. Der Alte mit der Kette wird lila. Der Heilige mit der Krone wird grün. Der wird nämlich zum Hulk. Ja, und dann müsste das auch schon stimmen, ne? Oder? Das kommt mir noch so ein bisschen gelb vor. Orange. Dankeschön, jetzt stimmt's. Oder zum Supermutanten. Oh, was würde wohl passieren, wenn man Hulk dem FEV-Virus aussetzt? Okay, schauen wir mal. Wenn wir alles richtig gemacht haben, werden wir jetzt nicht von Krähen gefressen. Ta-da-da-da-da! Und da haben wir sie. Die letzte Todesmaske. Totenmaske. Todesmaske tatsächlich, nicht Totenmaske. Oh, leicht knacken. Ach, come on. Ich dachte, das ist so eine, die ich jetzt einfach von der anderen Seite öffnen kann. Da bräuchte man ernsthaft einen kleinen Schlüssel mit Chris dafür. Als ob man nicht drüber klettern könnte. Naja, gehen wir. Dann wäre ein Ultra-Behemoth. Vielleicht. Ich glaube, der wäre. Ich glaube, da wird selbst Frank Corrigan alt aussehen, wenn der Supermutanten-Hulk auf einmal abgeht. Aber wie dumm wäre Hulk dann? Wenn es nicht der Meister mit seinem FE2-Super-Dip-Verfahren macht, sondern irgend so ein anderer, wenn er zufällig kontaminiert wird oder sowas, dann wird Hulk halt einfach mega dumm. Supermutanten sind eh schon so ein bisschen der Hulk, ne? Oh mein Gott, stellt euch das mal vor. Vielleicht kann Hulk auch einfach nicht mehr smashen, weil er einfach... Da funktioniert einfach gar nichts mehr. Vielleicht wird er noch größer und muskulöser und super stark, aber er sitzt nur noch in der Ecke und guckt ins Leere. Da ist einfach nichts mehr in seinem Kopf. Hulk hat von Comic zu Comic unterschiedliche Intelligenz. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Moment, aber wäre dann Bruce Banner normaler Supermutant, wenn sich der Hulk infiziert und er verwandelt sich zurück? Und der würde dann zum Ultra-Hulk werden? Eieiei, die Hulk-Lore nochmal ganz neu hier auf die Probe gestellt. Mein Inventar ist sehr leer, ne? Umgefallen. Armer Kerl. Dann klaue ich dir mal dein Büchlein, wenn ich darf. Ach so, nee, das Büchlein lag ja auf dem Altar. Ich klaue dir dein Medaillonchen. Seit wann ist hier Schrotflintenmunition? Ist die auch aus dem Sarg gefallen, oder? Die ist da normalerweise nicht. Okay, tschö. Danke für die Medaille. Weiß jemand eigentlich jemand, wer dieser Crimson Head ist? Ehrlich gesagt nicht, nee.
Das habe ich mich auch schon öfter gefragt, ob der irgendwie eine besondere Rolle spielt, aber den kann ich auch gar nicht zuordnen. Vielleicht ist es einfach der erste seiner Art, ne? Und dann haben die sich gedacht, uiuiui, den sperren wir mal lieber irgendwo ein oder so. Umbrella ist manchmal super weird, ne? Keine Ahnung. Wer weiß, wen die da in den Sarg gesperrt haben. Also ich könnte es euch nicht sagen. Weiß nicht, ob es da Theorien gibt. Es gibt zu allem Theorien, aber ob die irgendwie stichhaltig sind, keine Ahnung. Oh, was machen wir jetzt? Die Tür ist kaputt. Das heißt, ich kann in dem Raum nicht speichern. Ich habe keine Farbbänder dabei. Dann gehen wir jetzt erst schnell nochmal in den Speicherraum hier unter der Treppe. Und dann speichern wir und dann gehen wir nochmal auch unten rum raus in den Garten. Ins Gartenhäuschen. Hallo, Kamakuna. Dass der nicht aufsteht, ey. Ich warte nur drauf, aber ja gut, okay. Hallo, Darren. Nani? Aber wirklich. Na, nee, indeed. Hi, Lukas. Hey, guck mal, wer ist denn da? Are you okay? Ja. Want me to treat your wounds? Okay, I guess. Warum nicht? Danke, Rebecca. Take care, Chris. Okay. Chris ist nicht gerade sehr gesprächig, ne? So, speichern erstmal und dann nehmen wir noch ein Heilspray mit und dann sind wir eigentlich gut aufgestellt. Na, sauber. Jetzt habe ich endlich mal ein Gesicht zur viel gehörten Stimme. Ja. Vorlaut ist für heute vorbei. Ja, genau. Wir sind jetzt im Resident Evil-Teil des Abends angekommen. Fallout gibt es dann entweder Dienstag oder Mittwoch in irgendeiner Form wieder. Ich muss mir das mal noch genau überlegen, wie wir das machen. Weil wir haben ja die Resident Evil-Reihe, die Bonus-Reihe und jetzt will ich aber auch irgendwie gern die Fallout-Reihe machen. Ne? Das sind jetzt quasi drei separate Stream-Themen, aber eigentlich will ich nur zwei Tage die Woche streamen. Und das ist, ja, ne, ihr versteht schon. Das ist unter Umständen schwierig, aber wir werden das irgendwie vereinen. Ja, aber jetzt muss ich mal ganz kurz eine Pinkelpause einlegen. Eine Minute, gleich geht's weiter. Bin gleich wieder da. Okay. Inventar sieht gut aus. Chris sieht gut aus. Der Weg sieht gut aus. Gehen wir in den Garten. Was beißt sich denn? Habt ihr jetzt wirklich beide Melodien gehabt, oder? Das wäre doof. Aber war ja nur kurz. Alles wieder gut. Kannst du Vampire the Masquerade, euch Top-Game, wenn es um Umtote geht? Kenne ich natürlich, ja, kenne ich. Aber habe ich nur mal relativ kurz... Also meinst du jetzt die neuen Teile oder das Original? Warte mal, ich muss unten lang gehen, sonst klappt es nicht.
Ach so, drei Projekte auf zwei Streamzeiten. Ja, eben, das ist ein bisschen schwierig. Aber einen dritten Tag streamen, das klappt nicht. Dann kann ich nicht mehr genug Videos für den Kanal machen. Das wäre blöd. Einen dritten Streamtag geht nicht. Vielleicht könnte man beide Streamtermine so leicht erhöhen und dann macht man so einen, wie heute, so einen gemischten Stream, wo man so nach der Hälfte wechselt. So könnte ich mir das vielleicht vorstellen, ne? So ein bisschen längerer Stream, wo wir halb Fallout, halb Resident Evil machen und dann am nächsten Tag einen Bonus-Stream oder sowas vielleicht, ne? Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Vielleicht. Ich überlege mir das noch. Werden wir schon eine Lösung finden. Oder man wechselt durch, ne? 14-tägig dann. Aber das ist irgendwie auch blöd. Wenn ich immer 2 Wochen warte, bis ich dann wieder was spiele, dann habe ich schon komplett vergessen, wo wir waren. Und dann weiß ich vom einen aufs andere Mal nicht und bin mit dem Kopf quasi noch bei dem anderen Spiel und so. Das ist auch nicht gut. Nee. Naja. Kriegen wir schon hin. Grüße, ich verfolge dich schon sehr lange. Mir gefallen deine Videos. Mach weiter so. Dankeschön, Kevin. Freut mich sehr. Welchen Fallout-Teil spielst du aktuell? Den ersten haben wir heute jetzt angefangen. Den ersten Teil mit einem Charakter, der aktuell noch echt scheiße ist, aber hinten raus awesome wird. Da freue ich mich schon drauf. Aktuell müssen wir uns immer so ein bisschen durchmogeln. Zum Glück haben wir Ian schon dabei. Der macht die Kämpfe für uns, während ich weglaufe. Aber der Charakter wird noch richtig awesome. Vorher hat uns jetzt Gizmo noch erschossen schnell. Dann, das war ein schöner Schlusspunkt. Dieser verdammte Gizmo. Ich habe es aber auch drauf angelegt. Ich habe eine witzige Dialogoption gelesen, von der ich mir schon gedacht habe, dass das nicht unbedingt das Klügste ist. Naja. Scheint eine Art Wegweiser zu sein. Für jede Richtung wird ein Ziel angegeben. Nord, Tal der Zerstörung. Süd, Höhle des Hasses. Ost, Gipfel des Irrsinns. Und West, Weg der Rache. Das ist halt schon, weißt du, Umbrella ist schon sehr theatralisch, ne? Wesker? Das Original Vampire habe ich vor sehr langer Zeit mal gespielt, aber da kann ich mich ehrlich gesagt kaum noch dran erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich es sehr cool fand. Aber das ist schon ein richtig Hardcore-Rollenspiel, ne? Wo wirklich so die Auswahl der Rasse, die man spielt, der Vampirrasse, die man spielt, einen massiven Einfluss auf das ganze Spiel hat. Okay, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das funktioniert, aber wir kriegen das schon hin. Wir müssen einfach nur die Hunde wegschauen lassen. Ich glaube, der steht schon mal richtig. Die Außenbereiche sind ja auch eine Neuerung vom Remake und die finde ich auch sehr stimmungsvoll, sehr unheimlich, finde ich. Mag ich auch voll gerne. Ja, nein, ich glaube, der steht noch nicht richtig. Tada! Ich hätte, glaube ich, gleich die eine Marke mitnehmen sollen, die Windpusteblumen-Marke. Naja. Beim nächsten Mal. Hatte den ersten Teil mal versucht, kam aber nicht sehr weit. Ja, ich glaube, so ging es mir auch. Hallo, ihr lieben Krähen. Na genau, hier hätten wir schon den Wind einsetzen können. Aber das machen wir nachher dann. Ihr seid doch nicht so Krähen. Ich gehe ja schon.
Krähen sind auch so Drama-Queens immer. Furchtbar. Krähen sind in Wirklichkeit super intelligente Tiere. Ich finde die total faszinierend. Ich würde mich gerne mit so einer Krähenfamilie anfreunden. Das geht anscheinend ganz gut. Wenn man weiß, wo die nisten, kann man denen immer wieder einfach so Essen bringen. Und einfach nur zeigen, dass man Essen in der Hand hat. So hier, guck mal. Und dann einfach hinlegen und gehen. Und mit der Zeit mögen die dich dann. Und dann werden sie deine besten Freunde. Und besuchen dich. Und verteidigen dich gegen Angreifer. Ist anscheinend wirklich so. Wenn du in so einen Krähenrudel aufgenommen wirst, dann passen die auf dich auf. Und alarmieren dich, wenn Gefahr droht und so weiter und so fort. Das ist schon cool. Hallo? Ist jemand zu Hause? Halt, stopp, Chris. Nimm die Karte vom Innenhof mit. Gut gemacht, Chris. Und jetzt nehmen wir außerdem noch das Windmedaillon, das Windwappen. Und ich glaube, ich gehe jetzt nochmal schnell zurück. Wobei wir nachher eh nochmal dran vorbeilaufen, ne? Ja. Dann speichere ich jetzt mal. Kann man die dann kuscheln? Würde ich nicht empfehlen, weil die halt doch einfach wilde Tiere sind und voller Parasiten wahrscheinlich, ne? Das ist leider immer bei wilden Tieren ein bisschen nicht so klug. Aber du kannst die... Es ist basically emotional so dasselbe für alle Beteiligten. Ein Familienfoto. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 19. Papa erst angegriffen, Mama dann angegriffen. Innen rot und schleimig, weiß und hart. Nicht mal Mammel wo. Weiß nicht Papi, Mami wiedergerufen. Als Mammel angegriffen, kein Beweg mehr. Sie schreit, warum? Will nur bei ihr sein. 4. Mami, wo? Bin so allein. Dam, dam, dam. Ey, es wäre so awesome. Ich hab echt, wisst ihr, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es vergebene Hoffnung. Aber ich habe so die Hoffnung, dass unter anderem Capcom, wahrscheinlich gerade die halbe Videospielwelt, aber vor allem auch Capcom, jetzt gerade die Fallout-Serie sieht und sieht, was das für einen riesen Fallout-Hype ausgelöst hat und dass die Spielezahlen, die Verkaufszahlen der Spiele durchdrehen und sich Spiele wie Fallout 76 irgendwie so erfolgreich sind wie noch nie zuvor, seit es die Spiele gibt, auch nicht zu Release, und dass Capcom da jetzt sitzt und denkt sich, verdammt, vielleicht sollten wir doch mal eine gute Resident Evil Serie machen oder einen guten Resident Evil Film. Es klingt verrückt, aber vielleicht sollten wir mal was Gutes machen. Es wäre der Hammer. Und das hat meine Hoffnung wieder so ein bisschen geweckt, dass vielleicht auch Capcom mal noch die Kurve kriegt und vielleicht doch noch mal wirklich was Gutes macht. Das wäre natürlich ein Traum, ne? Gott, nicht noch ein Resident Evil Film. Ja, ich verstehe absolut die Reaktion. Aber wirklich, die könnten mal was Gutes machen. Stellt euch das vor. Stellt euch vor, die würden das schaffen, mal was Gutes machen. In der Qualität von The Last of Us oder Fallout. Die Resident Evil Marke würde durchdrehen. Alle Spiele würden sich verkaufen ohne Ende. Capcom wäre super reich. Und alles, was sie dafür bräuchten, ist kein Deal mehr mit Konstantin-Films, sondern mit anständigen Filme- und Serienmachern, die wissen, was sie da tun. Die Animationsfilme sind natürlich auch von denen, aber die sind ehrlich gesagt auch nicht gut. Also die sind jetzt nicht so schrecklich wie die Live-Action-Sachen. Aber letztendlich sind die auch nur langweilig, ehrlich gesagt. Leute, ich habe vergessen, wie man schießt. Ich habe gerade einfach vergessen, wie man schießt. Ich habe gerade alles mögliche gedrückt und habe mir gedacht so, hä?
Laufe ich gerade in die falsche Richtung? Cool. Perfektes Timing. Oh Mann, oh Mann. Naja, langweilig finde ich diese Filme nicht. Aber die sind seltsam. Dass man nicht genau weiß, was abgeht. Ja, ich finde die einfach auch nicht gut, leider. Ich finde die nicht so schlimm, weißt du? Die sind mir ehrlich gesagt egal. Bei den Live-Action-Filmen denke ich mir meistens so, um Gottes Willen, ey. Und bei den Animationsfilmen, die gucke ich mir so an. Und dann sind die vorbei und ich denke so, ja, habe ich das jetzt auch gesehen. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie die Massen begeistert und einen riesen Hype auslöst für die Franchise. Und alle sagen, hey, ich kann zwar mit Resident Evil nichts anfangen, aber den neuen Resident Evil Animationsfilm, den musst du dir anschauen. Das wird halt nicht passieren. Naja. Gucken wir mal. Dank der Fallout-Serie habe ich auch mal wieder mit Fallout 4 angefangen und nebenbei gucke ich mir deine Lore-Core-Videos an, ja. Ja, hey, aber es ist wirklich irre, weil ich das natürlich auch merke. Ich merke das natürlich auf meinem Kanal auch wie bescheuert. Die ganzen alten Lore-Videos von mir drehen gerade komplett durch. Mein absolutes Rekordvideo, die Fallout-Timeline, das so 500.000 Aufrufe hatte, hat jetzt innerhalb von einer Woche nochmal über 200.000 obendrauf gekriegt. Also das gibt's, glaube ich, seit 4 Jahren oder so. Und das hat jetzt in einem Monat quasi fast die Hälfte von dem an Klicks gemacht, was es davor in 4 Jahren gemacht hat. So krass ist der Fallout-Hype gerade. Auch wenn man sich Google Trends anguckt und man schaut, dann hatte die Fallout-Franchise seit Fallout 4 nicht mehr so einen Hype wie jetzt gerade. Das ist wirklich crazy. Dammit. Wir können dieses Objekt nicht einfach so verwenden. Ach so, okay. Ja, ja, natürlich wegen der Serie, ist eh ganz klar. Eh ganz klar. Das ist aber auch ein verdammt gutes Video. Dankeschön, ja. Freut mich. Hab jetzt alle Fallouts außer Fallout 2, bin gerade am Durchspielen durch und bin wirklich vor allem in die alten Teile verliebt. Ey, das freut mich zu hören, weil ich finde die alten auch irgendwie einfach schöner als die neuen. Und ich denke mir immer, bei mir ist das sehr viel Nostalgie, aber das sind schon einfach auch gute Spiele. Und schön, dass du das auch so siehst. Ich habe durch die Serien Fallout 76 Helm anstatt für 100 gleich für 300 wegbekommen. Hä? Im Spiel verkauft quasi, oder wie? Ach so, nein, nein, du meinst das Sammlerstück, den Helm, den Powerrüstungshelm. Alles klar, ja, kann ich mir vorstellen, dass auch Merch jetzt gerade wieder sehr viel wertvoller ist, ja, im Kurs steigt. Total. Das ist auch so ein weirdes Rätsel, oder? Man setzt ein Wappen hier ein, kriegt dafür 3 weitere Wappen, die man direkt daneben einsetzt. Rätsel gelöst. Da, 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 da. Gut gemacht. Das ist schon sehr komisch. Das ist schon sehr einfach. Also lächerlich einfach. Man muss immerhin einmal einen Knopf pro Medaille drücken. Okay. Aber ja. Ich bin auch nicht so der größte Fan von Open World. Open World stört mich nicht und Open World kann auch cool sein, das kommt immer auf die Spiele drauf an.
aber das war, ist jetzt für mich nicht und war auch nie irgendwie ein Kaufargument oder so, ne? Es gibt gute und schlechte, es gibt Spiele, wo es passt und wo es nicht passt. Und da muss ich mich drauf einlassen. Und so geht es mir auch mit den Gerüchten, dass Resident Evil 9 eine Open World haben könnte. Da denke ich mir auch so, ja, kann cool sein, kann nicht cool sein. Mal schauen. Deshalb habe ich Angst um das neue Resident Evil. Da wurde ja auch was mit Open World angesprochen. Dann bin ich raus. Ich will kein Resident Evil, das auf GTA-Fans zugeschnitten wird. Nein, 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 nein. Also ich glaube, so weit würde, also wird Resident Evil da ganz sicher nicht gehen. Ich glaube, wenn wir bei Resident Evil von der Open World sprechen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir wirklich sowas wie Village ein bisschen weitläufiger und freier uns geben dürfen. Also, ich glaube, die Welt wird trotzdem relativ schlauchig, ne? Das werden wahrscheinlich in mehrere Areale abweichende Schläuche sein oder so ein langer Schlauch, der sich durch eine Welt zieht, wie Dragon's Dogma halt. Das wird jetzt nicht, glaube ich, so eine GTA-Open World. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde mich schon sehr wundern. Kann ich jetzt da noch? Ach, tatsächlich, das geht. Okay. Double kill. Ah, nicht schlecht. Ich mag meine Schlauchshooter. Hey, ja, ohne Scheiß. Ich habe jetzt, wenn ich so klassische Shooter spiele. Hey, was ist denn jetzt los? Wenn ich so klassische Shooter spiele, denke ich mir auch oft, eigentlich ist mir so ein schlauchiges Design lieber als irgendwelche modernen Open Worlds. Was habe ich da letztens gespielt? Der ist so gut. Oh, wie heißt der gleich nochmal? Ritual? Nee. Shit. Wie heißt der? Das ist so eine Mischung aus Doom und Resident Evil 4 in einem Pixel-Stil. Großartiger Shooter. Großartiger Retro-Shooter. Aber wie hieß der? Irgendwas Okkultes, Mystisches. Irgendwie so. Ich guck mal kurz. Shooter, Pixel Art. Boah, es ist. Was soll ich googeln, ey? Keine Ahnung. Oh, mir fällt's nicht ein und ich weiß nicht, was ich suchen soll. Fällt mir schon noch ein. Ich überlege, wie der gleich nochmal hieß. Auf jeden Fall ist der gut. Das möchte ich festhalten. Oh Gott, oh Gott. Ich hatte letztens ein Indie-Game gespielt. Frequence Killer. Da bist du ein Radiomoderator und musst einen Mörder finden. Auch ganz lustig, weil du nebenbei einfach mal Musik laufen lässt. Ah, okay, okay, okay. Ja, die Hunde klingen wie Affen, das stimmt. Kommt ja aktuell so viel Spiele raus, keiner weiß mehr, was Sache ist. Erinnert mich an den frühen 80er Jahre Videogame Overkill.
Das Lustige ist, dass es kein Glitch sind. Das Spiel gibt dir einfach die Freiheit, jeden umzulegen. Bei Skyrim sind wir oben, oder was? Naja, warum eine Switch kaufen? Die ganzen Indie-Spiele gibt's auch auf anderen Konsolen. Und da laufen sie besser. Ach, ich habe schon sehr viele Indie-Spiele auch auf der Switch gekauft, muss ich sagen. Bevor ich mir Steam Deck geholt habe, war die Switch schon meine Indie-Konsole. Mein Indie-Handheld vor allem. Und natürlich, na, im Endeffekt kauft man eine Nintendo-Konsole für die Nintendo-Spiele, ist ja ganz klar. Aber ansonsten ganz viele Indie-Spiele. Ich habe mir sogar ein paar Sachen, die ich schon am PC hatte, nochmal gekauft, nur damit ich sie im Handheld als Handheld-Spiel spielen kann. Ist halt schon cool. Ach, bei New Vegas, ja. Das finde ich schon cool an den alten Elder Scrolls-Teilen, ne? Dass man da wirklich alle umbringen kann, auch Questgeber. Und dass man dann so eine Warnung kriegt von wegen so, hey, yo, du hast jetzt gerade hier eine verfluchte Welt erschaffen. Du kannst das jetzt nicht mehr durchspielen, aber wenn du willst, spiel ruhig weiter. Ist cool, ne? Wir sagen es dir nur. Das ist schon gut. Das ist eine gute Lösung, finde ich. So sollten das Spiele meiner Meinung nach machen. Man hat die Freiheit, sich das Spiel kaputt zu machen, wenn man wirklich will. Das finde ich schon cool. Ich überlege immer noch die ganze Zeit, wie dieses verdammte, sehr coole Retro-Shooter-Spiel heißt, mit echt gutem Level-Design und cooler Action und so ein bisschen Resident Evil 4-Stil einflüssen, weil man kämpft auch gegen so einen Kult und die haben alle Kutten und dann mutieren die und dann kommen Dämonen und man hat die Waffen, die man ganz klar aus Resident Evil 4 kennt, aber es ist schon sehr stark Doom 1 eigentlich im Kern, aber mir fällt es einfach nicht ein. Und dabei war es irgend so was ganz Generisches mit Kult, mit Kultik, glaube ich, oder so ähnlich. Wartet mal. Wie kultig quasi. Ja, kultig ist es. Dankeschön. Es ist mir eingefallen. Danke, Hirn. Nice. Okay, wartet mal schnell. Oh, das war das Falsche. Jetzt habe ich den Salat. Sieht man hier auch Gameplay ein bisschen? Ich hoffe es. Ja, ich habe am Desktop nichts Schlimmes, was man nicht sehen dürfte. Ja, okay, hab mir jetzt nicht viel gesehen, aber das ist cool. Das ist ein cooles Spiel. Ach, jetzt muss ich ganz kurz mal hier, wartet mal. Ich habe gerade alles kaputt gemacht. Oh Gott, oh Gott. So.
Okay. Weiter geht's. Was denkst du, welches Remake von Resident Evil wird erscheinen? Code Veronica oder 1? Oder 5? Und das ist meine Antwort auch schon. 1, Code Veronica oder 5 sind meine Tipps. Oder Zero. Damit hätten wir dann auch schon alle Möglichkeiten durch, aber ich weiß es halt, ich weiß es halt auch nicht. Kann alles sein und ehrlich gesagt würde mich alles gleichermaßen freuen. Ja, klar, Wasteland 3 habe ich gespielt. Finde ich ganz großartig. Habe ich witzigerweise erst wieder gestern oder vorgestern mal kurz angefangen und habe mir gedacht so, wow, das hatte ich ein bisschen schöner in Erinnerung optisch, aber ist trotzdem ein ganz tolles Spiel. Sowas, weißt du, so ein In Exile Fallout Tactics 2 im Stil von Wasteland 3, das hätte ich gerne. Das fände ich cool. Ich will ein In Exile Fallout Spin-off Holy. Ja, ich auch. Tür ist verschlossen. Karte. Da ist ein Loch in der Wand. Ein Bienenloch. Also ich würde erstmal Code Veronica feiern, da es an sich direkt an Resident Evil 1 anschließt, von der Story her. Ja, und 2 halt, ne? Aber Zero wäre auch gut. Also, keine Ahnung, rein logisch denke ich mir immer, aber ich weiß halt nicht, ob Capcom auch so denkt, aber rein logisch denke ich mir immer, dass jetzt mit den Remakes ein ganz neues Publikum zur Resident Evil-Reihe gekommen ist, die teilweise mit den alten Panzersteuerungsspielen nichts mehr anfangen kann. Und da wird es halt Sinn machen, dass man jetzt erstmal den ersten remaket, bevor man Code Veronica remaket, damit man Weskers Geschichte besser nachvollziehen kann. Der wurde ja jetzt in Resident Evil 4 Remake so ein bisschen eingeführt als Antagonist. Und jetzt könnte man im Grunde in einem Resident Evil 1 Remake erstmal seine Vorgeschichte erzählen, bevor man dann den nächsten Schritt in Code Veronica macht. Und dann in 5 endet seine Geschichte natürlich wieder. Aber ne, so Remake-technisch würde das in der Reihenfolge jetzt viel mehr Sinn machen. Zero im Grunde auch noch vielleicht. So 1 und Zero. Aber in Zero hat das so eine kleine Rolle. Ne? Ja. Okay, Bericht zu Pflanze 42. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hatte sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. Der derzeitige Zustand erlaubt überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 zwei Quellen, der hat dann den Tentakel, 2 so Schöpflöffel und dann wird immer hier eingetaucht und da eingetaucht. Okay, 2 Quellen zur Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Kelle sind an den Wurzeln angebracht. Anschließend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seitdem steht der Keller unter Wasser. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir können die Chemikalien bislang noch nicht isolieren. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die
Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen ragen aus der Zwiebel hervor. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nahrstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es in ihren Schlingen. Anschließend entziehen Sauger an den Schlingen dem Opfer ihr Blut. Die Pflanze zeigt auch Intelligenz beim Fangen von Opfer oder im Ruhezustand, winden die Schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42. Warum kann ich Pflanze 42 nicht sagen? Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen blütenblätterartigen Klappen sich öffnen und das Innere freilegen, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Ein Zeuge hatte den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. 21. Mai 98, Henry Sarton. So. Wie findest du die Resident Evil Filme? Furchtbar. Um es in einem Wort zusammenzufassen. Die Geschichte von Wesker wurde von Capcom nicht wirklich gut beleuchtet. Ja, das könnte man halt eben, ne, in so Remakes nochmal neu schön. Oh! Wo kommt der denn jetzt her? Ist aus dem Bad gekommen, meint ihr? Dein Kopf ist schon bei der 42, während dein Mund erst die Pflanze... Ja, ne? Ne? Ganz weird. Irgendwie hat's nicht geklappt. Null, 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 eins. Ne, nur 001. Ich habe eine 0 zu viel gesagt. 001 mit der Lizenz zum Ohrfeigen geben. Je höher die Nummer ist, desto krasser wird die Lizenz nämlich. 7 darf schon töten, 1 darf nur kuscheln. Oder so. Mit der Lizenz zum Kuscheln. Ich frage mich, was 0010 darf. Ich will es gar nicht aussprechen. Moment, ist das 0010 oder 010? Ha, das sind die großen Fragen, ne? Werden wir wohl nie erfahren. Was ist, wenn es umgekehrt ist und 007 das 7 Versuchsprojekt ist und die ersten 6 Agenten einfach nur tot? Ja, das kann natürlich auch sein. Aber wartet mal, in GoldenEye hat ja am Anfang James Bond einen Kollegen dabei. Und hatte der nicht die Nummer 006 oder 008 oder irgendwie sowas? Die Serie mochte ich irgendwie. Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, die Netflix-Serie von Resident Evil ist irgendwie auf eine weirde Art sympathisch. Ich finde auch, die ist... Ich würde nicht sagen, dass die gut ist, um Gottes Willen. Aber irgendwie hat die so manchmal einen netten Flow, muss ich zugeben. Okay, aber trotzdem hätte ich gern... Weißt du, stellt euch mal eine gute Resident Evil-Serie vor. Einfach der erste Teil vom Spiel... In gut erzählt. Da könnte man so eine gute Serie draus machen oder so einen tollen Film auch einfach.
mit der ganzen Lisa Trevor-Geschichte und die ganzen Charaktere, die da vorkommen und sterben oder auch nicht sterben und so weiter und so fort. Da könnte man so viel draus machen. Rückblicke zum Richard. Vorherigen Leben und es wäre der Hammer. Weißt du ja, und dann ist das Beste, was wir kriegen, halt Chris, irgendwie stop, so zum no. Schmunzeln, weißt du, Crashes. Dass es schon wieder lustig ist. Richard. Das finde ich schon traurig. Oh oh, die weiße Hai-Musik kommt. Die Tür ist verschlossen. Puh, schnell. Solange es nicht Uwe Boll macht. Das wäre doch die Krönung jetzt. Jetzt ist auch schon Wurst Capcom. Holt euch Uwe Boll und macht nochmal den Uwe Boll Resident Evil Film. Komm, das wäre nochmal die Krönung. Warum nicht? Aber ab dann bitte gute Sachen. Das wäre doch fair, oder? Das wäre doch fair. Jetzt dürfen die noch einmal so richtig, ne, so richtig trashig reinhauen. Aber ab dann machen die anständige Sachen. Wisst ihr, ich glaube, die Netflix Resident Evil Serie ist wirklich ganz nett, wenn man ausblendet, dass es Resident Evil sein soll, ne? So geht's mir, glaube ich, ein bisschen. Andererseits hätte ich sie wahrscheinlich nicht geguckt, wenn sie nicht Resident Evil im Namen hätte. Mit Till Schweiger als Chris Redfield, genau. Resident Evil von Uwe Boll mit Till Schweiger als Chris Redfield. Und wie heißt die Tyra Banks oder wie sie heißt als Jill Valentine? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da tut mir schon das drüber Scherze machen weh. Shaps0n ist jetzt ein Bird Rider. Vielen, vielen Moin. Dank, Shapsen. Vielen, vielen Dank und dir auch ein herzliches Moin. Sehr schön. Ah nein, nein! Ich bin in die Tentakelfalle gelaufen, Chris. Es tut mir leid. Ich hätte es besser wissen müssen. Ah, ich dachte, jetzt kommen wir vorbei. Ich habe es zweimal gemacht, Chris. Tut mir doppelt leid. Aber Chris hält das aus. Naja, gucken wir mal. Oh, Zombie. Das ist doch so ein alter Film, ne? Den habe ich nie gesehen, aber oft gehört. Ein Zombie hing am Glockenseil oder so ähnlich. Das ist, da geht's um den, glaube ich. 22. Juli 98, 9.30 Uhr. Ich musste es tun. Wir rannten von den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig. Es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das nur geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen. Aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es keinen Kommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur noch den nötigen Mut. Dass ich vieles unvollendet lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von den Dingern zu werden. Bitte versteht mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Linda, bitte verzeih mir. Die
Die geben einem hier ganz schön viel Pistolenmunition. Das ist der erste Zombie-Film, soviel ich weiß. Deutschland hatte halt immer eine dummen Namen. Ja, das ist echt lustig, oder? Wie gerade früher so von 60er bis 80er Filme aus dem Englischen benannt wurden. Das ist wirklich irgendwie so ein weirdes Kapitel deutscher Filmkultur für sich. Das ja teilweise bis heute weitergeht, ne, mit komischen Untertiteln. Ich glaube, der Rapunzel-Film zum Beispiel, der heißt, glaube ich, im Englischen einfach Tangled. Also irgendwie so verworren, verwurstelt, ne, wenn so Haare tangled sind, so... Verfilzt trifft es nicht wirklich, aber ihr wisst schon, so Kabelsalatmäßig. Und im Deutschen haben sie den dann irgendwie Tangled total verföhnt genannt. Oh mein Gott. Selbst für ich mag schlechte Wortwitze. Ich finde schlechte Wortwitze und Boomer-Humor großartig. Aber das ist selbst mir zu viel, dass man den Rapunzel-Film total verföhnt nennt. Nee. Neu verföhnt. Okay. Auch gut. Verheddert ist gut, ja genau, verheddert ist gut. Am besten ist es, wenn die englischen Filmtitel im Deutschen einen neuen englischen Namen bekommen. Ja, genau. Das stimmt. Irgendwas war auch mit Herkules. Das muss ich mal schnell gucken. Ich dachte, irgendwas wäre auch mit Herkules gewesen. Mir fällt es gerade nicht ein. Es gibt ein paar so gute Beispiele für so schreckliche deutsche Filmtitel. Aber mir fällt es gerade leider echt nicht ein. Nee, Herkules heißt scheinbar tatsächlich einfach nur Herkules. Ich dachte, der hätte auch so einen Untertitel gehabt. Aber steht auf Wikipedia zumindest nichts. Wartet mal kurz. Da gibt es ein paar so schöne Beispiele und mir fällt gerade nichts ein. Ah. Okay, was haben wir denn hier? Ich habe hier eine Liste mit den schlimmsten deutschen Filmtiteln. Jetzt passt mal auf. The Man Who Knew Too Much, also wörtlich übersetzt, der Mann, der zu viel wusste. Daraus wurde Agent 00 nix. Okay. Was? Aus einem Film namens Boy Soldier, also Jungensoldat, wurde einfach Toy Soldier im Deutschen gemacht. Was? Warum? Okay. The Pacifier, was so viel heißt wie der Schnuller, wurde zum Babynator. Chicken Run wurde zu Hennenrennen. Na, das ist ja okay. Das ist ja okay. Aus Chicken Run kann man schon Hennenrennen machen. Das ist okay. The Hard Toughe Mädels. Liar, der Dummschwätzer. Aus Lügner, der Dummschwätzer machen, ist schon auch ein ganz schöner. Na, oi. Ein ganz schöner Stretch. The Other Woman. Die Schadenfreundinnen. Das ist wirklich so ein Ding, dass aus ganz normalen Titeln so weirde Wortwitze gemacht wurden. Okay, aus einem Film, ich kenne den Film nicht, aber aus einem Film, der Faster Pussycat Kill Kill heißt, weirder Name, aber okay, wurde die Satansweiber von Titfield. Was?
Oh mein Gott. The Late Show, die Katze kennt den Mörder. Ich finde viele auf dieser Liste gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Must Love Dogs. Frau mit Hund sucht Mann mit Herz. Ocean's 11. Ist Ocean's 11 ein Remake von einem Film aus den 60ern? What? Das wusste ich nicht. Aber aus Ocean's 11 wurde Frankie und seine Spießgesellen. Das ist so geil. Die hätten bitte auch den neuen Ocean's 11 Frankie und seine Spießgesellen nennen sollen. Das ist der beste Filmtitel ever. Meine Güte. Aus Stripes wurde Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Ja, es zieht sich durch, ne? Ich glaube, wir haben genug gehört. oh Gott, lustig. Die Schadenfreundin. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben einen Schlüssel gefunden für den Kontrollraum, ne? Unten. Also es gibt schon viele komische Namen, aber das im Deutschen als Boy Soldier, Toy Soldier gemacht wurde. Da frage ich mich, ob das ein Versehen war, ein Tippfehler oder... Aber das ist ja mega weird. Das kann doch keine Absicht gewesen sein, oder? Da lässt man den Titel Englisch, aber macht aus Boy Soldier Toy... Also das geht mir gar nicht in den Kopf. Hey, ich glaube... Nee, glaub doch nicht. Aber ich glaube, leider, das wird für heute Schluss machen, tatsächlich. Guckt auf die Uhr. Es ist 10 nach 10. Ich wollte ein bisschen länger machen und das haben wir jetzt hiermit getan. Und ich würde jetzt gern speichern, weil ich schon lange nicht mehr gespeichert habe. Und das ist ein guter Moment, um für heute Schluss zu machen. Nächsten Dienstag geht's definitiv weiter. Ich sag mal 18 Uhr. Ja, sagen wir mal Dienstag 18 Uhr geht's weiter mit Streamen. Und wie wir das jetzt machen mit Resident Evil, mit Bonus-Streams, mit Fallout, das überlege ich mir noch. Da werde ich die nächsten Tage noch grübeln und damit meine ich, dass ich das wahrscheinlich so 10 Minuten vor Streambeginn noch schnell panisch entscheiden werde. Danke fürs Dabeisein, hat mich sehr gefreut und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend mit dem tollen Film. Mit dem sehr empfehlenswerten Film Hot Fuzz, der ist wirklich lustig, oder wie im Deutschen natürlich heißt, zwei abgewichste Profis. Die perfekte Übersetzung von Hot Fuzz. Danke fürs Dabeisein und bis Dienstag dann. Gute Nacht. Tschüssi.